Hallo, liebe Menschen, schöne Grüße aus dem Lübecker Dom. Das heutige Wort ist Jesus Christus. Wer ist Jesus Christus? Jesus Christus wird im Koran durchgängig erwähnt. Er wird als Wort und Geist Gottes, als Gesandter und Beispiel für das Volk Israel, als Barmherzigkeit und Zeichen für die Menschheit, als Wissen und Hinweis für die Stunde des Weltuntergangs, als ein Angesehener in beiden Welten, als einer der Gottnächsten, als der ersehnte Messias angesprochen. Seine geistige Erziehung wurde insbesondere dem Geist der Heiligkeit anvertraut. Seiner Mutter Maria war die Auserwählte aller Frauen der Welt und er wurde durch den Hauch des Geistes der Heiligkeit, durch die Widerspiegelung des Geistes befruchtet und aus dem Leibe der ehrwürdigen Maria in die Welt gebracht. Das ist Jesus Christus aus der koranischen Sicht. Bis zum nächsten Mal.